Computec feiert 2014 sein 25-jähriges Bestehen. Passend zum großen Jubiläum werden nicht nur in unseren Magazinen, sondern auch online und in Videoform zahlreiche Sonderaktionen zelebriert. Wir stellen die Menschen hinter dem Traditionsunternehmen vor, erzählen die schönsten Geschichten aus 25 Jahren Computec und feiern mit denen, die uns am wichtigsten sind, unseren Lesern und Usern. Und los geht die große Geburtstagsparty mit einem besonderen Videofundstück aus den Computec-Archiven. Ja, wie reagierst du auf deine Leser? Wir sind die Leser? Nee, ich. Du bist ich der bin Leser. Die Kamera und die schaut da mit dem Auge des Lesers. Das sind die Bilder, die du haben wolltest, Olli. Jetzt mach was. Ja, genau. Was soll ich machen? Freundlich schauen. Mit der Videokamera. Ja, und ja, schau. Das reicht, oder? Ja, mal schauen, was wir rauskitzeln können. Ja, ich bin Leser, das ist auch gut. Ja, die Reaktion auf den Leser wollte ich schon haben, gell? Ja, also ich sehe schon was, also ich rufe das nicht. Das ist Arme, öffne deine Persönlichkeit. Genau. Ich bin Leser. Jetzt hast du aber den Chefredakteur im Hintergrund, das ist schon wieder dabei. Das ist die Fotosession jetzt. Ja. Genau, jetzt habt ihr sie genau braucht, so wollte ich dich nicht haben. Nicht okay, haben. Setz dir wieder mal an meinen Computer dann. Also fangen wir mal an, komm. Und schon wieder angezogen. Und? Wir gewinnen. Komm gerade an. Schön gemein, ne? Ich mache jetzt 25 Bilder in der Sekunde, in der Minute. Ne, in der Sekunde, ja. Das ist die neue Technik. Ja. Das ist aber echt vorteilhaft. Das probieren wir jetzt einmal. Das ist aber echt vorteilhaft, als ob man ein Foto macht, weil... Ja, das freut mich aber mal. Dann kann man auswählen. Was meinen Sie halt? Was? Ehrlich? Ah, der war jetzt nicht echt. Nee, der war nicht echt. Oh Gott. Ich hab gefreut. Warte kurz, bitte. Was ist das denn? Deine normale Fotokamera ist auch dabei. Klar. Super. Weil da müssen wir nämlich noch mehr fotografieren. Ich muss dieses Kühlteil ja auch noch. Na, dann gehen wir halt mal gleich stellen und machen dich. Ja, also wieder.